Hallo, ich bin Sandra Hochhuber und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Selbstvertrauen, Selbstwertschätzung und Eigenliebe. Und heute geht es um das schöne Thema der Selbstwertschätzung oder des Selbstwerts. Und überleg doch mal bitte für dich, was das für dich bedeutet. Also wenn du da mal so in dich gehst, Selbstwert, was ist denn das für dich? Und da kommen vielleicht so Sachen, weiß gar nicht, wie man sich selber wertschätzt vielleicht. Und wenn ich dich dann frage, wann fühlst du dich denn besonders? Also so, dass du besonders viel Selbstwert hast. Wann ist denn das? Überleg mal. Also wenn ich da so in mich gehe, dann habe ich ja jetzt schon an dem Thema gearbeitet. Und wenn ich da meine Patienten und Klienten so frage, kommen so Sachen wie, wenn ich geliebt werde, wenn ich Anerkennung kriege und Aufmerksamkeit. Und du hast es vielleicht schon ein bisschen rausgehört, es geht in die Richtung von der definiert man den eigenen Selbstwert über das, was die anderen machen, über das, was die anderen sagen und tun. Und prinzipiell wäre es ja gut, wenn das so von innen raus generiert wird. Weil das ist es doch. Den Wert, den du dir selbst gibst. Und die anderen dürfen ihre Meinung haben. Und das wäre doch mal eine schöne Aufgabe, da in dir zu gucken, wo stehe ich denn da mit dem Wert, den ich mir gebe. Was bin ich mir denn selber so wert? Kümmere ich mich um ein schönes Zuhause, eine gute Ernährung? Was gehört denn da für dich dazu? Wie zeigst du dir das denn? Machst du es dir schön? Also, gucken, dass du von dir selbst ausgehend diesen Selbstwert definiert. Und dann erinnere dich dran, dass ja du die Person bist, die das macht. Dass du es quasi in der Hand hast und im Herzen und im Kopf. Also, wie könntest du dir denn selbst noch heute zeigen, dass du dir einen hohen Wert beimisst. Also bei mir sieht das jetzt dann so aus. Ich gehe auf den Stadtmarkt und kaufe mein Gemüse und meinen Salat von einer Frau, die total sympathisch ist, die hier regional in der Gegend eben anbaut und die ihre Produkte so wertschätzt. Die erzählt von ihren Zitronenbäumchen und wie schön doch der Romana-Salat ist. Und das freut mich total, dass es da so jemanden gibt.
bei dem ich das Glück habe, meine Nahrungsmittel zu kaufen und zu wissen, hey, das ist was ganz Tolles. Und da weiß ich, da war jemand mit dem Herzen dabei. Und dann werde ich danach in einen Café gehen, in einen leckeren, schönen, wahrscheinlich Milchkaffee trinken. Und ich glaube, das ist für mich so eine Kleinigkeit, dass ich da dann noch was Schönes trinken darf, dass ich es mir gut gehen lasse. Und das ist was ganz Großes, weil ich es mir selber dann zeige. Und auch die Möglichkeit, Nahrungsmittel zu haben, die wirkliche Heilmittel sein können, mit denen gut umgegangen worden ist. Und das ist für mich so ein Ausdruck meiner eigenen Selbstwertschätzung. Und das mag für dich was ganz anderes sein. Geh da doch vielleicht mal in dich und guck, was könnte da für dich so ein Ausdruck sein? So ein ja, ich schätze mich. Wenn du Lust hättest, mit mir an deinem Selbstwert, an deinem Selbstvertrauen, an deiner Eigenliebe. Und damit sind ja quasi ganz schön viele Themen verbunden. Wenn du da gerne mit mir drin arbeiten wollen würdest, würde ich mich total freuen, von dir zu hören. Du kannst über www.naturheilpraxis-hochhuber.de mich gerne erreichen. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, an dem du dich wertschätzt. Tschüss.